Hallöchen, Hallöchen zusammen. So, heute gibt es mal eine kleine Testversion vom Farmen. Der Mutator und Axador, die sind beide wieder mit am Start. Hallo. Hallo. Und wir wollen heute mal schauen, wie viel Plastid kann man denn eigentlich in einer Runde farmen. Und für alle, die das genau jetzt gesucht haben, dieses Video, Plastid bekommt ihr als erstes auf Phobos, wenn ihr noch relativ jung seid im Spiel. Und da kommt ihr über die Marsbrücke hin. Also wenn ihr auf der Erde anfangt, dann müsst ihr hier die Marsbrücke erledigen, um zum Mars zu kommen. Und vom Mars kommt ihr dann da hoch nach Phobos. Und hier kriegt ihr das erste Mal Plastide. Natürlich ist hier die Ausbeute noch nicht so groß. Und hier spielen wir jetzt auch nicht. Wir gehen mal ein bisschen weiter, denn ihr kriegt später noch Plastide auf Saturn, Uranus, Pluto und Eris. Getestet habe ich schon mal auf Uranus, habe mir sagen lassen, auf Azur soll es sehr gut sein. Fand ich jetzt nicht so, dafür gibt es andere schöne Sachen. Wir werden nach Saturn gehen, nach Piscinas. Der Vorteil ist, ihr habt hier einen Dark Sector, das ist eine Dark Sector Map. Das heißt, ihr habt hier eine höhere Beutechance auf Ressourcen, in dem Fall hier plus 20%. Und es ist eine Überlebensmap, das heißt, es kommen Gegner, 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 bis ihr umfallt oder bis er sagt, ihr habt keinen Bock mehr. Und das ist das Schöne. Also gibt es massenweise Loot abzugreifen. Ich habe dafür, für diesen Test jetzt extra noch einen Booster aktiviert. Den könnt ihr ja auch zufällig mal als Login-Bonus kriegen, der dann immer ein paar Stunden gilt. Wir haben auch noch den Mutator dabei mit dem Nekros, den seine Fähigkeit entweihen. Ich glaube, entweihen hieß es, ja. Genau. Die bringt nochmal extra Loot, eine extra Loot-Chance, wenn wir in der Nähe von Nekros Gegner killen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die Gegner nicht auflösen mit zum Beispiel Hitzeschaden. Deswegen haben wir jetzt hier schon umgebaut. Und wir haben unsere Smita-Cupboards dabei, unsere kleinen Miesekästchen. Die Mod Glücksbringer drin hat. Wie immer, da ist er erstmal, da sieht man sie. So, und dann nehmen wir mal ins Arsenal, gucken uns die mal kurz an. Verbessern. Die heißt doch Luti. So, Glücksbringer. Die Smita-Cupboard schenkt einem Besitzer mit 28% Chance alle 27 Sekunden etwas Glück. Das kann mal eine höhere Crit-Chance sein, das kann mal sonst was sein. Und ab und zu gibt es dann auch mal doppelten Loot. Hohoho. So, und damit gehen wir jetzt mal Plastide farmen. Wir werden jetzt 30 Minuten sammeln, sammeln, Action machen und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich bin echt gespannt. Piscinas. Dann hauen wir mal durch. Ja, müssen wir erstmal wieder einen guten Spot finden, wo wir uns hinstellen. Gerade bei Überleben, da haben wir schon öfter festgestellt, wenn man sich einen schönen Spot sucht und dann sind da in der Nähe irgendwie Treppen und sonst was, dann hängen die irgendwo fest, die Gegner. Und wenn weniger Gegner kommen, ist ja klar, gibt es auch weniger Loot. Mal, ich brauche mal Energie hier. So. A steady stream of toxic spores is being released into the area. Hold on, emergency life support is inbound. Da unten. Dann nehmen wir auf jeden Fall erstmal nach unten. Oh, die Ecke kennen wir doch. Das sieht doch super aus. So, mein Flammenwerfer macht einen Gasschaden. Wo ist Mutator? Der ist irgendwo anders. Ja, ich hab mir hier ein bisschen aufgeräumt. Also hier gab's schon ein bisschen Prestige. Aber ich habe ja 66 Meter. Echt 66 Meter Reichweite. Sehr schön. Und das sieht man. Genau, an diesen kleinen Wolken. Die sind eigentlich lila. Das ist doch das. Ja, ich habe eingefärbt. Ach so, deswegen. Die sind normalerweise richtig schön lila. Dann beobachten wir erstmal, ob unsere Lebenserhaltung erinnert bleibt. Das sieht natürlich gut aus.
was. Man könnte es natürlich noch ein Stückchen weiter treiben, indem man mit 4 Spielern spielt, dann hat man nämlich noch mehr Gegner. Genau, und da wäre noch möglich Hydroid, seine Fähigkeit, die 4, also seine Ulti, die lootet auch Gegner. Und Korra, die Katzenlady. Siehst du, das wusste ich jetzt wieder nicht. Hydroid, den hab ich doch, dann kann man den ja mitnehmen können. Aber gut, das wird hier auf jeden Fall schon mal ordentlich was geben. Und Axa freut sich, der braucht nämlich das wieder. Genau. Das Spinning Wheel hier. Das Speedpanzer wird es hier in der Map auch geben. Aber ich finde es immer besser, wenn man hier an dem Platz und dann... Lasse kommen! Ja, und bei Negros lohnt sich halt das Augment für Entwein zu haben, weil dann verbrauchst du Leben anstatt Energie. Und ja, ist halt viel angenehmer. Ja, das richtige Modden von Negros, das ist schon eine Kunst. Ja. Aber ist ja bei jedem Warframe so. Richtig. Oh, was ich hier mit Rhino schon in Format habe. Der 8-mal Format davon immer sogar noch mal neu den Spot. Und doch wieder umgebaut, optimiert und. Aber jawohl, der wird immer besser. Auch 4 Energiezellen. Nee, Orokin. Geil. 4 Orokin-Zellen. 4 Orokin-Zellen habe ich gerade gekriegt. Geil. Ich hab 2 gekriegt. Katze, du bist gut. Katze, genau im richtigen Moment. Sehr schön. Diese Katze. Aus 50 Meter Entfernung alle platt. Oh, Yoshi kam gerade da oben rüber, ihr hopst. Übers Geländer. Wuhu. Axa, hast du Yoshi Kunststückchen beigebracht? Ja, bitte. Die lade ich die Katze, wenn sie will. Wieder 2 Euro für den Zellen, ne? Das läuft. Gegner, wo sind die hin? Macht der Axa irgendwo alle platt, ne? Ey, meine Katze hat 4700 Leben, ey. Geil. Das ist 4000. 4000. Meine hat 4900. Okay, meine hat 520. Du, 2300, wenn sie dann mal hier reingeht, aber ist ja auch immer ganz wild. Das ist keine zahme Katze, keine zahme Katze. Wir haben wahrscheinlich wieder das Problem mit den Treppen. Obwohl das noch geht. Die Lebenshaltung hält sich oben. Und ist ja wieder Unmengen. Ja. 80 Änderungen. Also auf Uranus hier diese Mission Asura, die lief
ist auch sehr gut. Da haben wir eine Testrunde gemacht, 20 Minuten. Gab zwar nur knappe 1000 ohne Booster, 1000 Plastik. Ja. Aber es gab 3500 Polymerbündel und 14 Gallium noch dazu. Das war natürlich dann okay. Kriegt man schön viele extra Sachen. Aber hier gibt es dann halt auch 15. Oh, nicht schlecht. Sicher, ja, keine Gegner. 1000 Nanosporen gerade hier rum. 170 Plastide lang da rum. Aha. Schön alle rumkommen lassen. Das ist ein Axa schon wieder. Axa, lass dich nicht so weit wegziehen. Weil den Loot kriegen. Weiß niemand. Ja, den Loot kriegen wir nie. Da, zwei Hochkinzellen hast du da liegen lassen. Ja, wir haben die im Blick. Ich stehe daher. Dann laufe ich jetzt 30 Minuten dem Axa hinterher. Und das auch freuen. Und wir wollen Loot. Wenn du wischen willst, dann geh in deine Küche. Axa. Soll den Mann hinterherlaufen hier, oder was? Also, Wahnsinn. Also, mit Randoms ist es schon schwierig, ja? Ich dachte, mit einem richtigen Team läuft das besser. Und Axa, der kann sich nicht beherrschen. Na, da sind Feinde der Welt drauf. Der Welt drauf. Alle weg. Die Gegner kommen schon. Oh, da war eine uralte Kommission. Hold up. Detecting glass resonance. It's close. Gut, dass ich immun bin. Die sind so nervig. Schon wieder was los? Whatever these cephalites have become, there's no going back. Die kommen schon mal runter. Wenn man der Katze nur sagen könnte, dass sie nicht kämpfen soll. Die soll doch nur Glück bringen. Die hopst hier rum. Da kam Fels wieder so cool. Mit dem Geschwindigkeitsboost von Wissen. So viel. Aber ich glaube, da kriegen die Zuschauer dann wirklich noch einen epileptischen Anfall. Das ist wieder... Wobei das hier geht. Ach nee, ich werde ja noch schneller. Ich muss ja erstmal alles aufbauen. Nee, wir machen mal entspannt hier. Mit dem Flammenwerfer. Im Nahkampf dann in den schwierigeren Gebieten.
Beamer kann ich am Fokus holen. Ja. Axa macht die kaputt, Alter. Also, hier rede ich Chinesisch. Wie lange hält das jetzt eigentlich hier? 48 Sekunden. Sehr schön. Dafür hat kleinerer Kreis, aber der reicht das. Mhm. Wie fällt dir die Wisp, ne? Ja, sehr. Ist ja auch ganz anderes Movement, weil die ja keine Füße hat. Später. Genau. Das ist die Schwebebahn. Was ich nie beobachtet habe, wie läuft denn das mit dem Loot von Necros? Erscheint der dann da nochmal extra? Also die Eigenschaft ist, aufgrund der Zerteilung der Gegner lassen die ja Gliedmaßen fallen. Also die ist ja manchmal so Fleisch rumliegen, die lootet er nochmal. Mit einer 50%igen Chance, dass Loot kommt. Aber erscheint der Loot dann direkt oder wird das, ist das hier nur eine Animation und es wird vorher schon berechnet und ich sammle es schon ein? Das hat also eine Entscheidung für ist das, oder was heißt Empfehlung, dass er das halt auch lootet und das siehst als Drop. Wie die, diese, wie heißen sie jetzt hier? Sauerstoffkapsel. Ja. So erscheint auch der Loot dann. Das habe ich nämlich jetzt noch nicht beobachtet. Wir sind gerade Quidditch nochmal oder du sagst von euch ein. Na, müsste man mal. Müsste man echt mal testen. Genau, der Axa, der war doch hier hinten, oder? Tja, mitten in der Giftwolke hier. Würde ja nicht. Wissen macht's möglich. We will all share in this bounty. Oh, Einkerbung, gell. Zum 760. Mal. Also mal an die Zuschauer, wenn ihr gerade auf Saturn erst angekommen seid, dann wird das natürlich etwas spannender.
da werdet ihr nicht so hier durchlaufen. Aber das kommt mit der Zeit, keine Sorge. Irgendwann ist man mächtig. Mächtig gewaltig. Und dann kommen wieder andere Gegner, die dann sagen, haha, hast du dir so gedacht? Genau. Ja, oder Bossfight, der erstmal die Mechanik verstehe ich. Ja. Nein! Was ist los? Wolltest du gerade sterben? Ich bin, hab mich versprungen. So. Movement-Krüppel. Ah, oben liegen wieder zwei Orokin-Zellen auf der Treppe. Bitte grab. 86% hängen die irgendwo fest, kann das sein? Wieder hier oben. Der ganze Raum ist voll. Und zum Looten? Ja, sowas senkt dann natürlich die Ausbeute. Jetzt kommt es wieder von überall. Ja, und jetzt ist die Lebensseite noch wieder schick. Also wenn man keine Probleme hat mit dem schnellen Töten der Gegner, so wie wir jetzt, und die Lebenserhaltung oben geht trotzdem runter, dann wisst ihr, aha, alles klar, das ist ein schlechter Punkt. Dann sich einen anderen Punkt suchen. Oder man ist dann zu verstreut, das kann auch sein. Ja. Gerade wenn man mit Random-Spielern spielt, ein festes Team hat. Ich bin mal gespannt, wie viele Nanosporen das hier gibt. Und unsere Katzen erhöhen auch den Output von Lebenserhaltungsmodulen. Das stimmt, weil sie ja öfter looten. Genau. So könnten wir hier theoretisch völlig falsch stehen. Ich krieg es gar nicht mit. Genau. Der optimalste Punkt ist es nicht, und wieder 85. Wäre noch Optimierungsbedarf da. Na gut, wir wollen es ja jetzt nicht übertreiben. Die stehen ja dann immer rum, weil sie ja geblitzdingst werden. Vom Schockpartikel. Ja. Kann das sein? Stehen die vielleicht hier oben? Was denn? Was ist denn das? 100%, also. Just found. They could not do this without you. 20 Minuten geschafft. Das fange ich schon genauso an. Was ist denn das schon wieder hier? Jetzt Mutator. Komm. Die zwei da einmal durchwischen, dann kommt sie wieder. Aber wenn du dich an Axa festhältst, dann hebst du ab. Hubschrauber. Mit seinem Propeller. So,
Wo kommt ihr jetzt mit? Bitte, 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 bitte. Wie lang? Gut, gut, gut. Mutator, zerren die Uralten nicht an dir? Ab und zu mal, ja. Aber ihr macht es ja so schnell kaputt, geht das? Wo ich mir die Nahrung gespielt habe, da ich ja gemerkt, oh Gott, das ist ja... Oder wenn ich generell Warframes level, dann mache ich ja auch sowas hier mit Überleben und... Verfallenen. Schlimm. Schnürsenkel ziehen. Ach, Credits sind auch verdoppelt scheinbar. Ich kriege ja einen Haufen Kohle. Das ist bestimmt mit 50.000 raus, wenn es hochkommt. Na, ich habe gerade 1.000 Nuki hier oben. Mal gucken. Kommen sie alle hoch? Ja. Okay. Habe ich hier noch mehr? Die hier noch was in ihr liegt für mich? Ratter. Jetzt ist schnell alle durch den Buff. Sind ja nur 120 Schuss, aber brrrr. Ist leer. Oh oh, oh oh. Lass mich raus hier. Erwischt wieder durch, da kann ich dann mal daheim. Und hier ist echt eine schöne Party hier oben. Scheinbar hängen die ja wirklich alle fest. Hm. Wenn ich da oben durchgefegt habe, kommen sie überall her. The longer you fight, the more successful we will be. 2500 credits. Also ich habe jetzt schon 55, dann müsst ihr ja 100.000 haben. Ich gucke erst, wenn wir drin sind. Das erhöht den Aha-Effekt, geil. Genau. Sehr spannend, wie sich das hier nimmt. Glaube ich, dass die da oben hängen bleiben, ist es natürlich nicht ganz optimal gewesen. Mhm. Also so lange Korridore sind eigentlich immer optimal.
spawnen ja nicht 500 Meter entfernt, sondern immer relativ nah. Axe rutscht wieder durch. Ist leer. Nee, ist nicht leer. Loot. Hallo? Also Loot war hier. Dann warst du länger nicht oben. Oder kann, ja, kann sein, dass der Mikros war. Ach, nee. Passiert. Schön. Drei Minuten. So schnell? Ja, sind 30 Minuten rum. Stimmt, der Wiff-Bonus da mit der Schnelligkeit. Ja. Schon wieder so viel Loot rum. Man kann ja die Gegner auch noch beschleunigen, ja, dass sie schneller laufen. Ja, Nova. Ah, das wäre natürlich noch cooler. Müsstest du ja noch mehr Gegner killen können in den 30 Minuten. Ja. Mod ist hier auf minus Stärke, also minus 40. Mhm. Reichweite. Oder kommen die angestapelt. Ich hab mal immer überleben mit Randoms gespielt, da war einer, der hat es halt nicht auf Minus, sondern Plus. Und dann wurden die Gegner verlangsamt. Genau. Ja, das kann eigentlich die Haupt. Ja, ich will, es ist der Hauptsinn, aber da kannst du kein Überleben spielen. Ne. Schon mal ja nicht gut. Da fahren wir unter den Boden fahren. Das dauert ja ewig. Ich brauche noch einen Teil für Nova Prime und dann krieg ich's im Bastel. Geil, Ohren sind Blaupause. Geil. Ich muss ja lieber hinterher schmissen. Oberon steckt in der Wand. Was willst du da von dem Zern? Die 1? Mhm. Da hängt die im Raum drin. Ja. Ist ja alles voll. Hängen wir alle fest. Das ist echt blöd. Aber jetzt brauchen wir auch nicht mehr weg. Nee. Ich dachte mir bei 15 Minuten schon. Ach ja. Muss man passen. Welche Loot ausbeute werden? Viel Tron. Aha. Aber da können wir ja einen einfachen Weg ziehen, das zu bekommen. Einfach bauen. Bauen und halt Mission im Orbistal. Ja. Das gut läuft. Da kriegst du über den Soplastin. Gut, dann ab zur Extraction. Dann wollen wir mal gucken. Oh, hier. Wie oft haben wir den Ort hier befarmt? Das passiert Panzer. Geht's nicht mehr. Ich
100 Plastide. Von. So, lass uns mal überraschen hier. 30 Minuten. 74.000 Credits. 975 Endo ist auch nicht schlecht. 12 Orokin-Zellen. 4.786 Plastid. Ja, 2.570. Also hättet ihr mit Ressourcenbooster eigentlich über 5.000, ihr Bede. Also war meine Katze sehr, sehr schlecht. Die hat wahrscheinlich nur gekämpft und hat nicht dran gedacht, ach, Glück muss ich dem ja auch noch bringen. Ein Relikt. Schade. Also kann man sagen, 5.000 Plastid in einer halben Stunde. Ja. Machbar. Das ist machbar und damit kommt man erstmal wieder eine ganze Ecke. Je nachdem, was man bauen will. 85.000 Credits ist schon nett. Was, du hast 85.000? Ja. Ich hab 74. Puh. Was hat denn hier 18.000 Bonus Credits, 64.000 Missionen und 2.500 durch Kiste. Naja. Okay. Das Spiel wird wahrscheinlich gucken auf den Kontostand. Ah, der hat hier noch, der braucht nicht so viel. Aber wie gesagt, da habe ich wahrscheinlich einigen Loot nicht gekriegt. Wahrscheinlich. So ein bisschen was. Aber man kann sagen, 5.000 Plastid in einer halben Stunde, wenn man sich hier mit Booster und ein bisschen Vorbereitung. Ja. Und da geht wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Also, denke ich. Ah ja, 1.500 Kills. Oh. Naja, mit Hybrid und Cora geht auf jeden Fall noch mehr, ja. Ja, dann vier Leute und ein besserer Spot, wo man halt nicht unbedingt die Gegner rauslocken muss, weil sie alle festhängen. Ja, Optimierungsmöglichkeiten sind auf jeden Fall noch da. Aber so könnt ihr auf jeden Fall ausreichend Plastid farmen. Ein paar Runden und dann braucht er für eine ganze Weile kein Plastid mehr. Ich wüsste nicht, wofür ich es jetzt noch brauchen würde, außer für meinen Fieldron, Detonit-Detektoren, Former und. Nee, Former nicht. Und. Mutagen-Masse. Mutagen-Proben. Masse. Genau. Dafür brauchen wir jeweils immer 250. Und die baue ich ja selber. Aber auch nur, weil ich auf die. Wie heißt es? Invasion? Ja. Immer keine Lust habe, immer dreimal das zu machen. Jeden Tag. Alles klar, Leute. Dann, ja, lasst noch ein paar Kommentare da und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.